willkommen zum 27. Verrückter Städtelauf 2011. Der Robert Schumacher, seit 26 Jahren Speaker vom Verdutzer Städtelauf. Nur einmal hat er aus familiären Gründen gefehlt. Hinter seinen weißen Engelslocken und seinem fleckten Bart verbirgt sich Leidenschaft und Kompetenz. 3, 4, 5, 6. Er ist den Athleten immer einen Schritt voraus und mit seinem Speakerwagen schon lange der heimliche Star vom Städtlilauf. Keiner kennt den Lauf besser wie er. Alles schon erlebt. Regen, Schnee, hier am Schloss hier oben die Schnee, die wir schon gesehen sind, brutal kalt. Aber ich war schon heiß. Jetzt geht es, man hat sich auch daran gewöhnen, aber wenn es der erste Führtag wäre, dann wäre es sehr schwierig. Und wenn du anschaust, Bilanz 50-50, schön, wirst du? Ich kann es nicht einmal sagen. Für mich ist klar, der Lauf ist für aussen. Also gibt es im Prinzip kein schlechtes Wetter, sondern einfach unpassende Kleider. Was sind die grössten Veränderungen in den 26 Jahren, die du miterlebt hast? Die Strecke vielfach. Denn hier innen halt im Städtli komplett anders an und für sich. Ist jetzt ja verkehrsfrei. Und doch muss man immer wieder Rücksicht nehmen auf die Bähnchen, die hier fahren. Aber es ist, hat eine gute Lösung. Felder immer ungefähr gleich. Früher haben wir mehr Spitzenläufer gehabt und jetzt haben wir mehr Breite. Also, das ist ein super Anlass für mich. Wie viele Jahre machst du es noch? Ja, keine Ahnung, so lange wie wir wollen. Bis 2034 ist der Städtlilauf finanziell abgesichert. Das ist dann der 50. Städtlilauf von Vaduz. Und es wäre der 49. für den Robert Schumacher als Speaker.